Minen mitten in Berlin, Minen in Zürich, Prag und Wien, Minen in Washington DC, Minen auf der Champs-Élysées, Minen in London und Frankfurt am Main, Minen sollen überall sein. Minen dort, wo Kinder spielen, Minen dort, wo Menschen lieben, Minen dort, wo Teenies feten, Minen dort, wo Bütter beten, Minen auf Getreidefelder, Minen in Erholungswälder, Minen in Athen und in den Badeseen. Minen in den Chefetagen, wo Gewissen sich nicht plagen, wo auf sich's Räte darauf scheißen, wenn Minenkinder zerreißen, wo Bäuche platzen, Gedärme fliegen, wo Kinder in ihrem Blut liegen, oder sich noch etwas regen, sich auf Stümpfen fortbewegen, wo eine Hand eine Puppe hält, doch das Kind da fehlt. Die sah ich mitten in Berlin, in Zürich, Prag und in Wien, halt nur im Traum ich es so sah. Minen liegen doch in Afrika, in Russland und Afghanistan, Jugoslawien, Vietnam, denn bei uns und die Atma auch wird nur produziert und verkauft, was dort Menschen hinrafft, bei uns Arbeitsplätze schafft. Und auch die von Ingenieuren, die auf die Technik schwören, Minen mit Intelligenz versehen, sollen bei Soldaten nur hochgehen. Mein Vorschlag wäre dann, bringt Minen in den Stiefeln an, baut Minen in Panzer ein, schraubt Minen in Kriegsschiffe rein, im Bombern ganz ohne Witz, Minen unterm Schleudersitz und ganz viele Tellerminen hinter Generalsgardinen. Jede Mine hat einen Zünder dran, den man ferngesteuert zünden kann. Und die diesen Knopf bedienen, sitzen auch viele Minen. Selbst der Typ ist vermint, der den Befehl zum Drücken gibt. Und nach einem großen Knall hört man Kinder lachen überall. Minen nun in Gesichtern sind, strahlen hell bei jedem Kind. Menschen, die Menschen lieben, kennen jetzt auf einmal Frieden. Und die anderer Meinung sind, für die sind die Minen bestimmt. Die bauen sie für sich allein, ach lass sie damit glücklich sein. Denn von ihrer Gier getrieben hassen sie jeden Frieden, jagen nach dem großen Geld, für die hab ich mir vorgestellt, eine Insel mit nem Zaun darum, da bringen die sich selber um. Nur die, die Einsicht haben, dürfen von der Insel traben, doch Vorsicht ist angeraten, weil so viele Minen warten, warten auf die Profiteure, warten auf die Aktionäre, warten, dass Vorstände kommen, auf die Räte in Kolonnen, warten auf die Banker dann und auch auf den kleinen Mann, der Minen hat hergestellt, für ein wenig Judasgeld. Denn ich meine ganz schlicht, wir hätten diese Minen nicht, würden Arbeiter sich verweigern, statt die Produktion zu steigern, einfach nur menschliche Dinge. Denken an jedes Kind, das die Puppe in die Hand nahm.